Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario, die Legende vom Millionentor. In der nächsten Lebensmission müssen wir drei Items finden. Und zwar einmal ein Goldblatt, ein Bubu-Ei und ein Mango. Bei Mango denke ich mal an die Insel, Bubu-Ei ist wahrscheinlich da bei einem großen Baum. Und ich meine, ein Goldblatt muss ich tatsächlich noch im Lager haben. Sache. Aber sonst habe ich nichts davon. Dann würde ich mal sagen, hätte ich es mal vorher gewusst, hätte ich mir das Bubu-Ei so vorgeholt. Ich will jetzt mal sagen, kommen wir zuerst zur Insel und holen uns die Mango. Wenn wir etwas Abwechslung haben. Und dann müssen wir zum Zug. Nein, ich möchte nicht gegen dich kämpfen. Ist die falsche Taste. Aber den Hammer rausholen. Ach gut, das kriegen wir schnell. Wir machen mit dabei einen Schaden. Sich das gar nicht, gegen die zu kämpfen. Das lohnt sich nicht. Dann nehme ich lieber die Münze. Ich wollte mit dem Hammer draufhalten. Mann, haben wir jetzt eine größere Bühne. I need the mango. Was ist das? Mario möchte echt nicht. So, jetzt mit Konzentration. Brauch nur die Mango. Und wie ist der denn? Nee, fast. Dann gehe ich mal hier runter. Ich habe genug Gamers von da. Das war so geplant. Kokosnuss. Mango.
Komm, ich jetzt einfach mal über 12 Münzen. Kommt ja das hier. Sag jetzt nicht, dass wir über am Anfang. Das sah gar nicht aus wie Kokosnüsse. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Ich habe ein bisschen Münzen zurück, ne? Lalalala. Ich suche eine Mango. Ich suche eine Mango, kann ich nicht. Ich brauche eine Mango. Hast du eine Mango? Nein, du hast keine Mango im Angebot. Hä? Wo kriege ich eine Mango her? Du hast keine Mango. Und irgendwoher weiß ich, dass man eine Mango kriegt. Ich habe meine jetzt gerade nicht parat. Okay, ich einfach hier so ein Haus. Ja, da ist, glaube ich, eine Mango. Tatsache. Einmal fallen lassen. Oder hier. Sehr schön. Haben wir das jetzt auch. Also, das gibt's an den normalen Bäumen. So, und dann wieder zurück zur Welt 2. Willkommen im großen Baum. Aber leider dürfen Touristen nicht weiter hinein. Bobulio, du hast immer nur zu Flaus im Kopf. Schon wieder eine Moralpredigt. Wie lange es wohl diesmal dauert? Ach, ständig meckert Bobulio an mir rum. Langsam habe ich das satt. Und Mario, wollen wir nicht irgendwas zusammen machen? Ja, gerne. Oh, super, also dann, wie wäre es mit Rätseln? Ich errate jedes Rätsel, das du mir aufgibst. Gib Bobulio ein Rätsel auf, das sie leicht lösen kann. Wer ist Marios beste Freundin? Marios beste Freundin? Das weiß doch jedes Baby. Natürlich Prinzessin Peach oder etwa nicht. Na, wusste ich doch. Ich kann jedes Rätsel lösen.
Ah, das hat Spaß gemacht. Hier, nimm das als Dankeschön. Ein Bubu-Ei. Komm mal wieder vorbei. Dankeschön. Das Einzige, womit ich mich gespoilert habe. Deswegen wusste ich, dass es im großen Baum ist. Aber das ist wirklich das Einzige. Alles andere war blank. Dann muss ich jetzt nur noch zum Liner, ne? Wo die Röhre hier rauskommt. Ah, nein, das hatte ich ja schon. Ich habe da beim Museum. Kurzer Gedächtnis des Guten. Mensch, steht dazu gar nicht mehr dort. Doch, steht noch dort. Dankeschön. Steht hier? Gefahr, kein Zutritt. Ja, ich möchte gerne einsteigen. Abfahrt. Diese Bahnfahrt sollte ein unvergessliches Erlebnis werden. Oh, hallo, du hast also meinen Auftrag übernommen. Ich benötige dringend die folgenden drei Zutaten: Goldblatt, Bubu-Ei und Mango. Mit diesen Zutaten möchte ich einem meiner Pilzmenü eine exotische Note geben. Hast du mir die Sachen schon besorgt? Dieses mystische Glitzern, ein wunderschönes Goldblatt hast du mir dargebracht. Und diese vollkommene Oval, ein makelloses Bubu-Ei hast du mir dargebracht. Und eine Mango. Dieser Duft reifer Früchte. Eine erstklassige Mango hast du mir da gebracht. Du hast mir alle Zutaten gebracht. Als Koch aus Leidenschaft lässt jeder einzelne von ihnen mein Herz höher schlagen. Vielen Dank, hier ist deine Belohnung. So, dann muss ich ja eigentlich nur schlafen, bis wir da ankommen. Bis Rohlingen. Sehr geehrte Fahrgäste, ich bitte kurz um Ihre Aufmerksamkeit. Willkommen am Bahnhof Rohlingen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Luigi, non c'è Luigi. Dann fehlt uns nur noch eine Nebenaufgabe. Buchsuche, Brillante. Ich habe Totskofa ein Buch ausgeliehen, das ich nun gern zurück hätte. Du findest mich in meinem Wohnhäuschen in Bad Glimmerich. Wenn du mir das Buch zurückbringst, gebe ich dir dafür eine Mitgliedskarte für die Spielhalle.
Okay, dann müssen wir erstmal zurück zur Arena, ne? Das ist eine schnelle Quest. Für die Quest haben wir jetzt auch gerade mal 15 Minuten gebraucht. Von daher. Alles in Rahmen. Wahrscheinlich hat das Gopher eh wieder was für uns zu tun. Nicht, dass du wüsstest, wo Ro ist. Mir ist so lange her. Das war, glaube ich, nicht ihr Pro. Mario, mein Freund, da bist du ja. Nur dir habe ich zu verdanken, dass ich als Dark Toadster wieder meine Fans begeistern kann. Aber weißt du, mir die Ehre im Ring gegen mich anzutreten, das wäre ein Freundschaftskampf mit Klasse. Eines Tages gleich. Also. Eigentlich müssen sie sich wundern, nö, warum bist du wieder hier? Der Ausgang. Hotzkova ist hier im Büro. Okay. Hätte ich eh wieder vergessen. Was willst du von mir? Was? Das Buch, das mir Brilliant Tee geliehen hat? Ach das. Alles klar, ich werde es ihr demnächst vorbeibringen. Was? Ich muss es sofort zurückgeben, aber dieses Buch. Na gut, wartet einen Moment. Sieht so aus, als hättest du eine Banane auf dem Kopf. Ich hatte es mir ausgeliehen, um die Geschäfte der Arena besser führen zu können. Ich hätte es gut noch länger brauchen können, aber was soll's. Ein Catcherbuch erhalten. Ein Buch von Totskofer für Brilliante. Eilige Lieferung. Ein Buch auf die Schnellreiseröhre. Was würden wir nur ohne die machen? Ja, alles in einer Folge gepasst, ne? 18 Minuten, das wird eine etwas kürzere Folge, dann können wir in der nächsten Folge zu Professor Gumbat gehen. Kein Drehwurm gibt. Also ich persönlich bin ich. Einer nach der anderen durch eine Röhre gehen. Also ich würde mir kurz übel vorkommen. Überhaupt ein richtiges Wort kurz drüber werden. Nee. Hallo Brillante, ich habe hier dein Buch. Nächstes Mal wartest du bitte an der Röhre. Dankeschön. Ich warte nur mal kurz da rein. Ich glaube, natürlich weiß ich das hier bei den Themen wegen der Außenfassade. Oh mein kühner Held, du hast meinen Auftrag übernommen. Ich hatte Totskova ein Buch geliehen, das ich gerne noch einmal lesen möchte. Aber sie wohnt in Falkenheim. Das ist ziemlich weit weg, oder? Deshalb möchte ich dich bitten, zu ihr zu gehen und mir das Buch zurückzuholen. Bitte.
Das ist das Buch, das ich meinte. Danke, mein kühner Kavalier. Nimm diese Kleinigkeit zum Dank. Würdensgebrauch. In der High Society ist dieses Buch zur Zeit der Renner. Es geht das total schick, dieses Buch lässig in einer Hand halten, im Café zu sitzen. Gut, dann hätten wir das abgeschlossen. Wir müssen noch die Tagebücher-Eintrage lesen, aber ich glaube, das machen wir auch zusammen in der nächsten Folge. Oh, dann einmal durch die Röhre hier noch. Speichere ich noch und dann ist die Folge schon zu Ende. Nach 21 Minuten. Zeit geht so schnell um. So, dann sage ich jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Bis dahin. Tüdelü.